Das neue Quest-Update ist da mit 5 neuen Huge Pets, Quests, Quest Shop, Quest Egg, Huge Machine Egg, also ein neues Huge Machine Egg, wo auch die neuen Huge Pets drin sind. Daycare Mastery, Diamond Mastery, Fruit Boosters sind zurück. Buff Diamond Mine, Bugfixes, Updates weekly, bla bla bla. Und wir gucken uns das jetzt an. Die Diamond Mine wurde gebufft. Die wurde sowieso schon letzte Woche gebufft. Vielleicht meinen die auch das, aber ich packe jetzt meine Pets einfach mal an die guten Sachen hier. Und es gibt in der Diamond Mine eine neue Area. Hier die AFK Chest, die natürlich erst in 4 Minuten spawnt. Die Diamond Loot Bags, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die werden jetzt doch wieder mit Super Magnet aufgesammelt. Dieses Schild hier ist weg und ich kann hier stehen und trotzdem alles aufsammeln, weil ich Super Magnet habe. Finde ich ganz angenehm. Server Restart. Ich hoffe, mich erwischt jetzt kein Server Restart. Das wäre sehr schlimm, weil ich gerade eben super lange gebraucht habe, um auf den Server raufzukommen. Es gibt aber jetzt Quests in jeder Area und wir müssen uns die Quests natürlich angucken. Zuerst will ich einmal hier unten raufgehen, auf den Exclusive Shop gehen, aber okay, hier hat sich nichts geändert. Im Exclusive Shop alles normal. Das Exclusive Crystal Egg ist noch da. Wir haben jetzt aber hier Masteries. Können nach unten scrollen. Ich habe 75% nur noch, weil wir haben jetzt eine Diamond Mine Mastery und die ist immer noch bei Level 1 mit 0 EP, obwohl ich in einer Diamond Mine farme. Vielleicht muss ich dafür Lootback sammeln, ich weiß es gar nicht. Oh, die bringen mir dann Diamond Mine Pet Damage und Diamond Mine Drops. Ach so, okay. Okay, also man lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man viel in der Diamond Mine arbeitet, dann kann man da auch noch mehr Gems rausbekommen. Dann haben wir noch die Daycare Mastery. Mehr Coins, mehr Booster, mehr Coins, mehr Diamonds. Better Luck für ein Huge Pet. Ja, also wahrscheinlich 0,1% mehr auf 0%. Also gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, ne? Okay, so, könnt ihr jetzt bitte einmal eine Sache abbauen hier? Jungs, Mädels, wollt ihr mal arbeiten oder was? Alter. Ah, okay, ich bin wieder drauf. Jetzt werden meine Pets nochmal rangesetzt und ich wollte jetzt endlich gucken, wie viele Gems ich bekomme. Mit dreimal so viele Diamonds auf so einem Geschenk. Geschenke sollten ja eigentlich am meisten bringen und guckt euch das an. 275.000, jetzt haben wir schon 600.000 und mit allem zusammen 1,1 Million für ein Geschenk mit dreimal Gems. Das bedeutet, ein Geschenk hätte mir jetzt ungefähr 333.000 Gems gebracht und das finde ich eigentlich in Ordnung. Ist jetzt nicht mega viel, nicht mega krass, aber damit kann man auf jeden Fall farmen. Wenn man hier farmt, dann bekommt man auch was dafür. Und das ist eigentlich das, was ich auch schon letzte Woche erwartet hätte, wo ich mich komplett gescampt gefühlt habe. Weil damals haben die schon behauptet, ja, das wird die beste Methode, um Gems zu farmen. Wir gucken jetzt aber mal raus, weil wir wollen uns die Quests anschauen. Und ich sehe gerade, ich habe Geschenke bekommen, das gucke ich mir nachher an. So, ja, in jeder Area, genau, in jeder Area gibt es jetzt Quests. Break 100 Coins in der Town. Das machen wir jetzt. 100 Coins. 1, 2, 3. Wir breaken jetzt einfach. Ich muss meinen Autoklicker dafür anmachen, sonst geht es nicht schnell genug. Vor allem, weil ich jetzt Konkurrenz habe. Voll nervig. So, jetzt machen wir hier Autoklicker an und dann kann ich besser klicken, um mehr Coins abzubauen hier. Und gucken wir mal, was es mir bringt, die ganzen Quests zu machen. Weil jetzt hat jede einzelne Area seine eigenen Quests. Für die Quests bekommt man jetzt diese komische Quest-Währung, die man dann im Quest-Shop ausgeben kann, wofür es auch ein Quest-Egg gibt, wo drin theoretisch ein Quest-Huge drin wäre. So habe ich das verstanden aus dem Update-Log, das werden wir uns gleich angucken. Ah ja, stimmt. Und es gibt ja jetzt wieder die netten Früchte, die uns auch Boni geben, das finde ich cool. Man kann immer darauf gehen, dass man viele Früchte hat, um möglichst effizient zu arbeiten, ist ganz cool. Na gut, wie viele Coins muss ich denn noch abbauen? Dann sag mir mal, mein Freund. So. Habe ich schon. Okay, 300 Pets vom Starter Egg. Aber Chests muss ich auch noch. Chests gibt es ja aber nicht so viele. Oder Crates hier in Safe nicht. Nur die Chests hier. Gib mir Chests hier. Chests. Aber will ich jetzt 100 Eggs öffnen? Na, ich habe sowieso alles auf Auto-Delete. Also machen wir das jetzt. Wir öffnen jetzt 100 Eggs. Währenddessen versuche ich da hinten ein bisschen was abzubauen, wenn ich kann. Ich finde, die Aufgaben sind zu schwer. Ich finde nicht, die Aufgaben sind zu schwer. Weil ihr müsst denken, Pet Simulator wird ja normalerweise durchgespielt. Und man hat diese Aufgaben in jeder Area von Anfang an. Das soll ja eine Nebenbeschäftigung sein, der man nachgehen kann. Wir sollen ja jetzt nicht alle Quests auf einmal direkt abgeschlossen haben. Sondern es sind halt Aufgaben, die man zusätzlich zum Spiel erfüllen kann für jede Area. Um halt noch was zu bekommen. Ich find's blöd, dass ich die Crater hin nicht abbauen kann. Ach Mensch. 300 Eggs? Zapperlot nur eins. 300 Eggs? 300 Eggs! Oh, okay, wir lassen's sein. Keine Lust mehr, Leute. Ich bin raus. So, das kann ich wann anders alles machen. Oh, hier, guck mal. Max out your player upgrades. Ja, das habe ich schon gemacht. Guckt mal. Ich kann hier dann auch immer auf den Shop gehen und dann seht ihr hier. Ich habe 140 Points schon, weil ich ein paar Quests abgeschlossen habe. Und für 140 Points kann ich mir nichts holen. Es gibt bald Coming Soon. Und noch ein neuer Pet-Slot, das ist schön. Aber das sieht so aus, als wären das alles Sachen, die man sich einmalig kaufen kann, oder? Ja, das sieht so aus. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber 5000 für 5 Billion Gems? Neues Hoverboard. Ja, Hoverboard ist mir vollkommen wurscht. Hat das wenigstens 3 Speed? Das hat nur 2 Speed. Nee, dann lohnt sich das ja gar nicht. Geht nicht auf das blöde Hoverboard. Okay. So, wir holen jetzt hier mal unsere Dinger raus. Ja, ja, ich claim alles. Dann packen wir auch wieder alles rein. So. Packen wir alles rein. Dann gucke ich mal, wie weit bin ich jetzt in der Mastery gekommen, nachdem ich einmal rausgebracht habe. Oh, nicht mal Level 1? Oh, dann dauert das wahrscheinlich ziemlich lange.
bis man die Daycare Mastery voll hat. Oh, oh, oh. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall eine Beschäftigung, würde ich sagen. Wir gucken jetzt doch so, was es so alles für Quests gibt. Warte, hier gab es jetzt noch 10.000 Pets von Grass oder Wood Eggs. Das sind eine Menge. Also wenn ich irgendwann mal vorhabe, die, wie heißt es, Dings voll zu machen, den Index voll zu machen, dann auf jeden Fall. Das Blöde ist, ich habe Pet Simulator ja schon durchgespielt. Für Leute, die Pet Simulator von Null aufspielen, sind das Aufgaben, die sind machbar. Aber für mich lohnt sich das ja gar nicht, diese Lone Quests zu machen, weil ich in den Bereichen ja eigentlich nichts habe, außer diese Quests. So, 500 Pets hatchen. 100 mal die Rainbow-Maschine verwenden, das ist auf jeden Fall drin. Und 750 Walls breaken. Hier ein paar Walls kann ich ja immer mal breaken, so. Haben wir schon mal ein bisschen was gemacht. So, dann haben wir hier Crates breaken, gar nicht mal so viele. Hier gibt es doch immer ziemlich viele Crates in der Area. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Jetzt sehe ich wenige. Naja, 20 Shiny Pets aus Winter Eggs hatchen wird schwierig. Und 1000 Chests breaken ist auch ziemlich schwierig, okay. Aber ja, wenn man Pets im Lauter Eggs durchfarmt, ne? Send 5 Mailbox Gift, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Vor allem, weil ich nachher nochmal in die Mailbox gucke. Und dann wahrscheinlich noch mein Huge Pet verschenken werde. Weil ich habe ja ein Geschenk in der Mailbox drin. Das muss ja mindestens ein Huge Pet sein, glaube ich. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich es heute auch im Stream noch verlosen. Das Problem bei vielen Quests, die man in Pet Simulator immer hatte, war, dass man hingehen muss, claimen muss, dann die Quest erfüllen muss und dann zurückgehen muss. Das ist hier nicht der Fall. Das passiert alles passiv und das finde ich super angenehm, dass ich manche Quests einfach schon erfüllt habe, einfach weil ich sie schon erfüllt habe und nicht, weil ich sie vorher noch angenommen habe. Das gibt von mir auch einen Bonuspunkt, dass ich halt nicht hier immer zurück zu dem Schild laufen muss, um dann zu sagen, ja, die Quest habe ich jetzt abgeschlossen, ich hätte jetzt gerne meine Punkte. Nein, ich kriege die Punkte einfach. Das ist gut umgesetzt. Oh, störe ich gerade oder bist du hier? Nö, ich störe nie, aber du schon. Also das finde ich hochgradig asozial. Ja, ich Ach so, du findest es asozial, obwohl du hier der Störerwicht bist? Ja, da so bist du sprachlos. Da bin ich wirklich sprachlos. Ja, du hast immer so viel Sprachlust, deswegen musst du auch immer stören. Auch einen Stream an. Was macht man in dem Update? Man macht so ein bisschen so diese Challenges, ne? Das sieht sogar ganz witzig aus. Ja, kann man machen, aber das sind alles Quests, die sind gut geeignet für, wenn man das Spiel durchspielt. Also wenn man dann mal wieder Pet Simulator X von vorne anfängt, sind die Challenges ein schönes Ziel. So sind das alles Quests, die man zumindest in den Lone Areas nicht unbedingt machen möchte, weil die dann doch schon ziemlich lange dauern. Und das nur für die Quests. Wenn man die nebenbei macht, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall. Was kriegt man so für so eine Quest eigentlich? Man kriegt dafür so ein bisschen Questwährung. Warte. Du siehst es vielleicht nicht, aber auf den Schildern ist immer Shop. Da kann man raufklicken. Hallo? Ah, und dann kann man sich für die Währung irgendein Zeug kaufen. Genau, dann kann man sich Zeug kaufen. Nice. Zum Beispiel ein Quest-Egg, wo eine 0,1%ige Chance auf ein Huge-Pad drin ist. Wow, wow, wow. Oder 5 Billion Diamonds. Na? Oder einen neuen Pet-Slot. Tja, ich weiß nicht, worauf ich spare, aber es dauert auf jeden Fall noch sehr lange. So, was mich aber interessiert, sind die Quests, die ich in der Kawaii-Welt habe. Weil das sind die Quests, die ich ja theoretisch erfüllen kann und die mich tatsächlich nach vorne bringen. So, jetzt kommen die interessanten Quests. In der Kawaii-Welt muss ich 1500 Pets aus den Kawaii-Eggs rausziehen. Anstrengend, aber machbar, wenn man 500 Kawaii-Alley-Chests... Oh Gott, 500 Kawaii-Alley-Chests? Oh Gott. Und 50.000 Pets aus der Tokyo-Alley-Egg... 50.000? Unterkomplex. Tja, stabil. Tja, dann haben wir was zu tun, nicht wahr? Aber wie findet ihr das Update? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ich finde, das Update ist in Ordnung. Es bietet neuen Content, man hat was zu tun. Es ist jetzt nicht der Burner, man hat jetzt nicht so, wow, ein neues Update. Aber ja, es ist Content, mit dem man was machen kann. Also ja, stabiles Update. Daumen hoch, würde ich sagen. Also, fühlt euch angesprochen, verdammt nochmal.